Wir sind gestern in Kuala Lumpur angekommen und haben jetzt eine Unterkunft, die wirklich dazu einlädt, dass man die meiste Zeit des Tages außerhalb von dieser Unterkunft, nämlich in der Stadt, verbringt. Ja, wir sind hier im S.S. City Hotel angekommen. Die Raumgröße habt ihr ja gerade erkennen können. Wir sind dankbar, dass wir wenigstens ein Zimmer mit Fenster bekommen haben. Stellt euch mal vor, dieses Zimmer ohne Fenster. Also, der Ausblick ist nicht so toll, aber es ist wenigstens natürlich hell. Und die Klimaanlage, welche nicht so funktioniert und nur Lärm macht und Staub durch die Gegend pustet, daher können wir uns das Fenster aufmachen, aber die Aussicht kann ich euch auch mal zeigen. Hier drüben wird gebaut. Den Baulärm kriegen wir natürlich auch voll ab. Hier wurde schon mal abgebrannt bzw. abgerissen. Mülldeponie ist auch dabei. Ja, und da drüben fängt schon das Berjaya, die Berjaya Einkaufsmall an. Also dieses, ja. Da waren wir gestern eigentlich auch schon gewesen, nur leider die Aufnahmen mal wieder nichts geworden. Ja, aber wir waren eigentlich nur unterwegs gewesen, um diese Handräder zu kaufen, weil wir ja so viele immer viel Zeit mit Fliegen und Rumfahren verbringen, haben wir uns gedacht, können wir uns wenigstens sowas holen, womit wir ein bisschen trainieren können, damit, wenn man wieder Klimmzüge oder so machen kann, es nicht an der Handkraft mangelt. Ja, und da machen wir uns aber mal hin. Und zwar, wir haben auf einer coolen App, die heißt Calisthenics Parks oder so ähnlich, haben wir herausgefunden, dass es hier genau einen dieser Parks gibt. Da fahren wir jetzt mal hin und berichten davon. Das ist unsere schöne Umgebung hier und eine Seitenstraße weiter wird es ein bisschen interessanter. Da klafft mal wieder Arm und Reich zusammen. Ja, wir starten gleich unsere Fahrt mit Grab. Grab ist das Pendant zu Uber. Hier in Asien. Ich war mal fraglich, ob das so sparsam ist, aber wir bekommen wenigstens die Preise und dann kommen wir an den Zielort, den wir auch gebucht haben. Aber manchmal muss man darauf länger warten, als das, was in der App angezeigt wird. Wir dachten, wir wären so schlau und könnten etwas Fahrtgeld abkürzen und durch ein Schulgelände laufen, aber das Schulgelände ist sehr strikt. Da wird aufgepasst und da dürfen wir nicht drüber laufen. Naja, jetzt laufen wir eine Abkürzung über eine Baustelle. Auch sehr interessant. Fündig von Oldtimern. Was es hier alles noch Schönes gibt. Der Calisthenics Park versteckt sich in der Nähe von Diplomaten und Botschaftsviertel. Wird gleich etwas schicker.
sind angekommen. Das Ganze liegt direkt neben einem See in der Stadt. Verleiht eine kühle, erfrischende Luft in der sonst sehr stickigen Stadtluft von Kuala Lumpur. So, von unserem Calisthenics Park, der jetzt sich als Trimdich-Pfad entpuppt, was auch Spaß macht, hat man einen super Ausblick auf die Skyline. Könnte aber auch Frankfurt sein. So, das war der Rundgang durch den Calisthenics Park in Kuala Lumpur. Aber solche Calisthenics oder Trimdich-Parks gibt es nicht nur in Kuala Lumpur, sondern zum Beispiel auch in Portugal. Wo mein Bruder, mein Schwager, erst letztens unterwegs war, dem wir übrigens dieses coole Logo zu verdanken haben. Und seinen Kanal findet ihr über, Moment, diesen Link. Also schaut mal bei ihm vorbei, guckt mal, was er so produziert und macht. Und ansonsten, ja, vielleicht hat es euch Spaß gemacht, hier geht jetzt die Sonne unter. Und wir gehen uns jetzt noch was zu essen suchen.